Heiß, geil, toll. Deutschland Fußballweltmeister. Ich hätte es nicht geglaubt, muss ich sagen. Was sagt ihr dazu, dass Deutschland Weltmeister ist? Also ich freue mich sehr, weil ich habe 500 Euro gewonnen. Ja, ich habe 1000 verloren. Ich habe das erlebt. Normal sind die Österreicher immer gegen die Deutschen. Ich weiß nicht, warum immer dieser Krampf ist immer. Und diesmal war das erste Mal, dass die Österreicher so getan haben, als ob sie Deutsche wären. Als ob sie wieder zusammengehören. Ja, ehrlich, es war schon ganz knapp daran. Die sind schon mit den deutschen Fahnen gerannt und so. Haben auf die Autos deutsche Fahnen gehabt und haben Hurra geschaut. Das war ganz, ganz einfach. Ja, toll. Ja. Unser Glück war, glaube ich, dass die Brasilianer einfach die WM total verschlafen haben. Hatten die was im Tee oder so? Die Brasilianer? Ja, ich meine bei der Niederlage gegen Deutschland. Nee, ich denke, dass die Brasilianer eigentlich das ganze Turnier schwach gespielt haben. Die haben, ja. Die haben eine gute Halbzeit gehabt gegen Kolumbien, ansonsten war alles Durchschnitt. Was hältst du von der Torhüterleistung der Deutschen? Ja gut, Neuer ist natürlich momentan, der setzt halt das absolute Beispiel für das moderne Torwartspiel. Das ist so weit, wie das Torwartspiel ist. Ich habe Spiele von dir gesehen, du läufst auch immer ziemlich weit raus. Wenn da ein guter Stürmer ist, der haut halt drüber, gell? Ich war auch immer viel draußen, aber halt nicht auf dem Niveau wie Manuel Neuer. Vor allem konnte ich nicht so gut kicken wie er. Herr, eine Frage, hast du mitgejubelt, wo Deutschland Weltmeister wurde? Natürlich, es hat mir sehr gefallen. Ich kann mich nämlich an blauen Runden Männerstunden erinnern, wo die Frage war, wird Deutschland Fußballweltmeister? Da rief immer einer von links, nein, nie. Das sah doch ja, das auch so aus. Ja, so sah es aus. Ich habe auch anders gesetzt, deswegen habe ich rasant verloren. Kassiert oder verloren? Ja, ich habe auch verloren, weil ich mich auf dich verlassen habe. Tut mir leid, durchlachen. Ja, und dann kommen wir gleich auf den Punkt. Wie können sich, und jetzt komme ich direkt zur Schlüsselfrage, wie kann man sich eigentlich gegen solche, als Prominente wie ihr seid, gegen solche Menschen wie Kreta und Freunde und Kollegen und Kreta und Co. wehren? Also von mir brauche ich nicht zu reden, weil ich habe inzwischen, bin ich ein Fels in der Brandung. Und ich habe so eine dicke Haut und mir ist auch, ich habe viel Geld ausgegeben für aber Roberto, so. Die Leute wollten das lesen. Nein, ich glaub, nein, das komm, nimm mit sowas. Hör doch auf. Das Peinlichste von allen. Nein. Ich sage dir eins, die Menschen, alle hier, die wollen nicht negativ nur lesen, weil genug negativ ist, wenn du im Fernsehen guckst, Krieg hier, Krieg dort, Krieg hier, Krieg dort. Krieg. Jetzt wollen sie nicht wissen, verstehst du, ob du deine Frau sagst, ich habe, wenn der einmal Krach mit deiner Frau Roberto. Hat, er hat Krach mit seiner Frau. Roberto. Was interessiert das? Die haben genug Probleme. Wir haben in Österreich das Peinlichste, was es gibt, einen Baumeister Lugner. Ja, der hat jetzt vorigen Sonntag sich verlobt. Ja. Wer will das wissen? Keine Sau, aber da standen 15 Fernsehteams, 33 Journalisten, 50 Fotografen. Weil die Zeitung das verkauft. Nein, das er verkauft doch nicht. Verkauft, das meinen nur die. Das stimmt überhaupt nicht. Es ist in jeder Seite. Ja, weil sie nichts anderes kennen. Eine Frage an euch. Könnt ihr ohne eure Hände leben? Ja, natürlich. Ich glaube, das ist Berufsgeschichte. Also bei mir halt im Fußball, ich brauche es einfach. Am Anfang wollte ich kein Handy haben. Einfach wollte ich nicht. Du hast das erste Telefon gehabt. Ich habe es bei dir gesehen im Auto. Ja, weißt du, im Auto. Ich habe das Telefon. Aber dann nachher, du bist auf Reise, auf Tournee, dann muss die Sekretärin anrufen, ist was los, ist das oder das. Dann habe ich ein Handy gekriegt und jetzt, ich glaube, wenn ich mein Handy vergesse, dann glaube ich bin nackt. Weißt du, du sagst, um Gottes Willen, wo ist dein Handy? Ohne das Telefon ist man rasiert, das ist undenkbar. Ich meine, sowieso auch für deine Berichte. Da muss ich mich doch watschen, wenn ich da nicht kann reinsprechen, eine musikalische Idee oder textliche, kannst sofort reinsprechen. Genau. Wenn du morgens aufstehst. Musik dran machen. Und noch dazu sieht man ja jetzt, wer anruft. Ja. Da kann man sich ja überlegen, ob man zurückruft. Ja, genau. Was ist denn für euch Luxus? Costa, was ist für dich Luxus? Für mich Luxus ist Zeit haben für sich selber. Das bedeutet für mich nicht viel Geld besitzen und kannst damit nichts anfangen, sondern Zeit haben mit deiner Frau, mit deiner Familie. Ja, zu genießen. Schöne Stunden verbringen. Genau. Und Roberto? Zeit für dich selbst, damit du gesund bleibst und das auch alles genießen kannst. Roberto? Also für mich Luxus ist, wenn ich aufstehe und ich darf frühstücken, was ich will. Wenn ich aufstehe... Da hat er recht, das darf ich nicht bei meinen Diäten. Da hat er recht. Nee, das hat mit Diät zu tun, mit Gesundheit. Ach so. Ich wiederhole. Das hat mit, jetzt, wenn ich Diät machen will, dann esse ich nur Melone und so. Ich sage, wenn ich aufstehe und ich bin gesund, meine Frau da, ja, machen wir ein schönes Frühstück zusammen, dann kannst du Tennis spielen,
du kannst dich das erlauben, schön Tennis zu spielen, dann Mittagessen, dann Spaziergehen und so da. Und dann, das ist, dass du leben darf, weil du hast das Luxus zu sagen, ach, Gott sei Dank, ich kann mich dieses Leben mit meiner Frau und das, was ich möchte, haben. Und ich bin glücklich. Und das ist für mich, und die gesund zu sein, das ist Luxus für mich. Und Glück gleichzeitig. Und Glück, natürlich, das macht ja. Lutz, wie ist es bei dir? Bei mir war es eigentlich immer viel Reisen und viel Kulturen kennenlernen, was ich ja als Fußballer in großen Überschwang gemacht habe. Inzwischen hat sich es ein bisschen geändert. Für mich ist das Schönste, wenn ich zweimal im Jahr nach Afrika fliege mit meiner Frau und dort kleinen Kindern im Township helfen kann. Das sind für mich 4-5 Tage. Das ist für mich der größte Luxus, weil man sieht, dass man mit fast gar nichts Leuten helfen kann. Und da komme ich nach Hause und bin total glücklich für eine Woche ungefähr, dann geht es wieder los. Aber das füllt mich halt komplett aus und das ist der Luxus, dorthin zu fliegen, an nichts anderes zu denken und einfach dort Leuten zu helfen oder vor allem Kindern zu helfen. Das ist eine geile Nummer auch, super. Otto. Ja, Luxus wäre für mich, wenn ich beim Golf endlich wieder mal mein Handicap spielen könnte. Vergessen. Und der zweite Luxus ist, wenn meine Kinder da sind. Also das ist natürlich das Allergrößte, wenn meine Kinder bei mir am Wörthersee sind und wir haben eine schöne Zeit. Und man da wäre ein gesundes bei der Gelegenheit, möchte ich sagen. Ich habe den Costa gesehen heute und ich muss dir sagen, du schaust so toll aus. Du ja. bist so gut jetzt wieder, anscheinend gesund und nach meinem, das muss ich dir sagen. Bandscheibenvorfall. Ja, du schaust ja. super aus, bist super drauf. Man darf sich niemals klein kriegen. Das nicht aufgeben. Das, niemals. Ich freue mich ganz außerordentlich, dass ich dir heute getroffen habe. Danke dir, lieber Otto. Michael, was ist für dich Luxus? Wenn ich es ganz ehrlich sage, wäre es schön, wenn ich mir mal einen Chauffeur leisten könnte, weil dann könnte ich wieder richtig schön trinken, was einem die Polizei heute nicht mehr erlaubt. Ja, und ich bräuchte keinen Parkplatz suchen.